Nice. Zweimal Deodorant und ein Kle und Klebeband. Modifizieren. Jo. So. Warum nicht auch einfach mal ausprobieren hier? Hier. Oh, ist das nice? Oh mein Gott. Ah, wie geil. Kann man das auch reparieren? Das wäre ja wohl mal. Blutung. Das müsste sein. Oh, das kostet aber. Eieiei, das kostet Geld. So, und der hat jetzt 160. Boah. Alter. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind. Warum habe ich so viele Flaggen? Hallo, probieren wir doch gleich mal aus. Boah, ist das nice. Ist das fucking nochmal nice. Was? Geht's noch? Hä, wieso ist denn der auf einmal down? Naja, mir soll's recht sein. Boah, 291 hatte ich dabei. Wie lange dauert das eigentlich bis zum nächsten Upgrade? Das will ich einmal ganz kurz nachgucken. Bis zum nächsten Stufenaufstieg, meine ich. Müsste hier unter Fähigkeiten stehen. Da. 44.000 von 55.400. Okay. So. Zack. Gut, das hätten wir dann. Kurz hier was trinken. Resette das Firewall Terminal. Oh, da ist ein Ausweis. So. Das war. So. Maybe there's something in here. Ach so, hier die. Sag schon, die. Computergehäuse. Jetzt hab ich's. Ich muss eine. Das kann ich ja nebenbei erzählen. Eine kleine Anekdote um Eifersucht. Ne? Also, das ist so. Das war so. Ich war mit einem. Ich hab heute mit einem Freund mich unterhalten. Hier wollte ich doch gar nicht rein. Also wie gesagt, ich hatte mich heute mit einem Freund unterhalten. Oh oh, da ist jemand hinter mir. Und der hat mir erzählt, also sein Bruder, der Monitor seines Bruders war im Arsch. Dann hat er einen neuen bekommen und mein Freund halt auch. Mein Freund, ach du Scheiße, das klingt ein bisschen falsch. Also die haben halt beide dann einen neuen Fernseher bekommen. Also sein Bruder ist, mit dem bin ich auch befreundet. Fernseher nicht, Bildschirm. Haben halt beide einen neuen Bildschirm bekommen. Und nun kommt es, ich war schön stolz natürlich, weil ich, ist ja klar, dass ich stolz bin. Weil ich einen größeren Bildschirm hatte als die beiden. So ein 21,5 Zoll Monitor. Ne? Bis die mir dann erstmal erzählen von wegen, ja, sein Bildschirm war Schrott, das wusste ich, da hatte er mich extra angerufen und hatte sich darüber beschwert, dass sein Bildschirm so rumspackt. Und auf jeden Fall hat er dann einen neuen Bildschirm bekommen und vorher habe ich mich so gefeiert, weil ich einen größeren Bildschirm hatte,
Dann meint, was hat er für einen Bildschirm bekommen? Erstmal einen scheiß 24 Zoll großen Bildschirm. Okay, das nur so nebenbei. Jetzt reden wir mit Mike. You bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked and a large part of the system is up and running again. I'm just worried about the power in the parking lot. Ja, das wird schon. Stimmt. Die sind, hier sind jetzt auf jeden Fall kaum noch Störbilder. Nur noch da oben. Okay, Kollege, wir sehen uns, ne? Hau rein. Aber ich klau dir nochmal das Trinken, ne? Warum die auch nicht mitkommen? Ich meine, das muss doch voll cool sein, irgendwie, wenn man hier mit zig Mann durchläuft. Also mit so einer ganzen Gruppe. Ja, auch wenn man dann nachher irgendwie mit denen auf die aufpassen muss, na und. So, den einmal reparieren hier. Ich finde das ja wohl mal sowas von geil. Also dieses Viech. Hä? Wo sind wir hier denn? Lol, hier waren wir aber auch noch nicht. Hallo. Okay, ist nur die. Let's see what we got here. Wart, LP. Ach, die brauchen wir wahrscheinlich. Ah, wie gut, dass ich das immer untersuche. Die brauchen wir vermutlich für den Truck, damit er anspringt, weil wahrscheinlich seine Batterien leer sein werden. Ach, übrigens, nur mal so nebenbei erwähnt, ne? Nur so nebenbei. Das Spiel ist ab sofort komplett blind. Das hier habe ich noch nie gespielt. Ich spiele es zum allerersten Mal. Nein, das ist so ein... Oh nee, das ist so ein Schläger, ey. Ernsthaft. Ich hasse euch. Ich hasse euch und eure... Ich hasse euch und eure Geschwister. Hahaha. Also, damit kommt man ja wohl mal richtig weit bei denen. So. Upgrade. So. Nein, kann ich das wieder rückgängig machen? Schade. So, der wird jetzt nicht anspringen, vermute ich mal. Da müssen wir die Batterie da rein tun. Weil die halt grün gefärbt war, versteht ihr? Oh, doch, geht doch an. Oh, episch. Gut gefahren, Kollege, gut gefahren. Der zweite Fähigkeitenbaum bietet Kampfboni, neue Angriffe und andere kampfbezogene Upgrades. Der zweite Fähigkeitsbaum? Ein Upgrade einer Waffe erhöht den Grundwert und macht sie so effektiver im Kampf. Ja, das ergibt Sinn. Was? Ach stimmt, um dieses verdammte Flugzeug müssen wir das nachmachen. Boah, die Schreie sind ja wohl einzigartig. Mann, lass mich doch mal am Leben, ey. Warum steige ich eigentlich nicht ein? Boah, das ist ätzend, hier mitzufahren. Hör doch mal auf. Boah, wie es hier abgeht, Alter. Wie es hier abgeht. Das ist eine krasse Scheiße. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Warum kommt der nicht einfach mit? Dieser... Sicherheitstyp. Wenn er mit mir mitkommen würde und mit zu den anderen Leuten, dann
Also wenn wir alle Überlebenden an einem Punkt sammeln, das wäre doch viel besser. Anstatt, dass wir nachher vielleicht irgendwann nochmal los müssen und die alle sammeln müssen. Wow! Warum stehen hier auf einmal so viele Autos? Das war doch vorher nicht so. Naja, wo müssen wir hin? Nach unten. Oder so. Ey, das muss ich mir merken, die Abkürzung, die ist gut. Die ist gut. So, Leute, ich bin gleich da. So. Den Wagen haben wir schon mal. Ich weiß gar nicht, was ursprünglich die Mission war. Naja, können wir ja gleich nachgucken. Ach, diese roten... dieser rote Kreis ist wohl, da müssen wir irgendwelche Objekte hin tun. Ach, war es das schon? Ja. Schön wär's gewesen. So, mal gucken. Aber ich rede immer noch ein bisschen wenig, ne? Egal. Good job. I didn't want to say so, but I was afraid it might not be there. We heard somebody on the radio talking about a chopper going down. From what they said, the crash site's pretty close by. Maybe you can check it out. Müssen wir ja, ne? I can do that. Look for survivors first, and then see if there's anything in the wreckage worth saving. Gut, das machen wir dann aber wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme. Denn ich muss mich jetzt erstmal... Boah, das ist schon stockduster draußen. Alter. 19 Uhr. 17. Das letzte Mal, als ich auf die Uhr geguckt habe, war es irgendwas mit 17 Uhr. 17, 18, 19. Einige Stunden haben wir auf jeden Fall schon wieder hinter uns. Oh Mann, das Problem ist, dass ich mir das nicht so ohne weiteres leisten kann, so von der Schule her, ne? Sprich, eigentlich müsste ich jetzt hier sitzen und Vokabeln üben. Oder Hausaufgaben machen. Egal, ich komme da schon dran vorbei. So. Mal ganz kurz hier. Black Hawk Down. Suche. Okay. Ich würde sagen, das war's dann mal für diese Aufnahme. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir dann das Hubschrauberwrack bergen werden und gucken werden, was uns da wieder für hübsche Gestalten über den Weg laufen. Gut, soweit bis dahin. Dann sage ich erstmal tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentiert, wenn ihr Lust habt, und abonniert. Also kommentieren bitte ich euch drum. Feedback. Ich weiß, ein bisschen mehr reden wäre ganz angebracht, aber naja, wie gesagt, kommentiert ist oder einfach nur hier bewerten, genau. Daumen hoch, Daumen runter, würde mich auch irgendwie freuen, weil alles ist Kritik. Ne? Gut, ich werde jetzt meine müden Knochen ausruhen, und also müde nicht vom Zocken, sondern weil ich Sport treibe. Okay, ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Dead Island. War jetzt ziemlich lange, eine ziemlich lange Aufnahme-Sequenz, also Aufnahmereihe. Aber das lässt sich ja nicht ändern. So, und wir haben noch Alkohol, fällt mir ein. Good. Ja, wir haben. I'm gonna need some empty whiskey. Good. I still don't have everything. Okay, You know.
Es war jetzt eine ziemlich lange Aufnahmesession. Darum sind mir die Wörter auch ein bisschen ausgegangen. Ich weiß nicht, heute ist auch nicht so wirklich mein Tag, habe ich das Gefühl. Also ich kann mich kaum konzentrieren so. Ich bin jetzt froh, wenn ich die Hausaufgaben gebacken kriege und dann ein bisschen schlafen kann. Weil ich wirklich relativ müde bin. Und ich habe auch einige Pläne jetzt die nächsten Tage und... Ja. Das Leben, ne? Wie es bleibt... Ja, das Leben halt. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zum dritten Mal und, ja, Tschüssikowski.